Leben findet bei diesen sommerlichen Temperaturen für viele am liebsten draußen statt. Nach dem Feierabend ein gemütliches Bierli, es gibt bestimmt Unangenehmeres. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu der letzten Sendung vor der Sommerpause. Bierrausch. Eine Abkühlung gefällig? Hier werden alle Bierwünsche erfüllt. Tequila Rausch. Wer ist es? Der beste Tequila-Mixer der Schweiz. Siegesrausch. Er ist es? Der Gewinner des Schweizer Finale Dance of Tequila im Gespräch. Hand aufs Herz, wie viele verschiedene Biersorten können Sie aufzählen? 5, 10, mehr? Beim Jonathan Jakobson sind es mit Sicherheit mehr als 270 Sorten, die der Bierliebhaber in- und auswendig kennt. Der 28-Jährige hat sich mit dem eigenen Bierladen in Zürich einen Wunschtraum erfüllt. Wenn über den Dächern von Zürich erbarmungslos die Sonne brennt, dann kommt er wie gerufen. Jonathan Jakobson, Inhaber und Betreiber des Geschäfts Beers & More. Geboren in Österreich, aufgewachsen in Rom und in England studiert. Halb Irländer, halb Äthiopier. Ein Weltenbummler, der sich überall zu Hause fühlt. J'étais ici à Zürich des fois pour travailler avec un ami. Es ist vorgekommen, dass ich zusammen mit einem Kollegen hier in Zürich gearbeitet habe. Jedes Mal, wenn ich hierher gekommen bin, hatte ich Schwierigkeiten, ein gutes Bier zu finden. Des bonnes bières. Moi, je suis habitué des bonnes bières. Je suis allé en université en Angleterre. Ich bin in England zur Uni und bin Irländer. Ich bin gutes Bier gewohnt. Zeitlebens schon schätzte ich gutes Bier. Warum also nicht einen eigenen Bierladen hier in Zürich? Gesagt, getan. Heute ist der 28-Jährige Herr über sein eigenes Geschäft und Herr über bis zu 270 Biersorten. Ständig kommen neue dazu. An eine Biersorte hat er prägende Kindheitserinnerungen. Quand même, mon père irlandais. Als Sohn eines irländischen Vaters bin ich es von klein auf gewohnt, Bier zu trinken. Ich erinnere mich daran, als ich noch sehr klein war und meine Milch trank, wie mir mein Vater mit dem Guinness zuprostete. Le cheers. Ich wechsle nun ins Englisch, weil es meine Muttersprache ist. Ich bin es gewohnt, in Englisch über Bier zu reden. Let me show you my store. Ich zeige Ihnen mein Geschäft. Es ist geografisch organisiert. Hier auf der rechten Seite haben wir die Schweizer Abteilung. Für das Schweizer Abteil ziehe ich es vor, direkt mit den Brauereien zu verhandeln. Ich verwende sehr viel Zeit, in der Schweiz herumzureisen, um die interessantesten Brauereien zu finden. Auf dieser Seite befindet sich der Schweizer Kühlschrank. Der Schweizer Kühlschrank hat stets eine Auswahl an gekühlten Biersorten, die sich für den sofortigen Genuss eignen. Let me take you to the other side of the store. In dieser Ecke ist belgisches Bier zu finden. Belgien ist einer der traditionellsten Bierproduzenten. Sie haben sehr viele interessante Biersorten, sehr klassisches Bier. Biere für das Geschäft hier auszuwählen, ist oft auch eine Frage, was ich finden kann. Es ist schwierig, mit den internationalen Brauereien Sachen zu finden, die ich möchte. Darum tausche ich mich mit anderen Leuten und Bars aus der Schweiz aus. Wer hat was Spannendes aus dem Ausland mitgebracht? Was die Schweiz anbelangt, so rede ich mit den Brauereien über ihr Angebot und ihre Kreationen und was ich in meinem Laden anbieten kann. Die Kundschaft in seinem Laden ist so international wie der Besitzer und sein Angebot. Hier werden alle Sprachen gesprochen. Sogar Schweizerdeutsch ist ab und zu hören. Von einem rückläufigen Trend des Pro-Kopf-Bierkonsums ist im Reich von Bierliebhaber Jakobson nichts zu spüren. Im Gegenteil, er spielt sogar mit dem Gedanken, ein zweites Geschäft zu eröffnen. Cheers! Wir bleiben gerade beim Hopfensaft, frisch im Geschmack, harmonisch im Genuss. Die Rede ist von dem hellen Spezialbier, wo neu auf den Sommer von Galander lanciert wird. Mit dieser Bügelflasche will Galander neue Wege als Zeichen setzen, und zwar ein hörbares. Die Gurke eignet sich nicht nur als Gesichtsmaske kurz vor der Sommerferien oder für einen Salat. Nein, die Gurke soll jetzt auch für eine Limonade herheben, die zukünftig auch bei Schweizer Barkeeper für Drinks verwendet wird. Die Schweiz braucht das Gurkenwasser, weil ein paar Leute schon lange Gurken als Zutat entdeckt haben.
Und wir glauben, wir haben die Innovation für den Schweizer Markt. Skukumis. Von der Gurke zur Agave. Die Schweiz sucht ihren Don auf Tequila. Gesucht wird der beste Tequila-Mixer der Schweiz. 6 Barkeeper sind in Zürich angetreten, um den begehrten Titel für sich zu erobern. Als Preis winkt die Teilnahme am internationalen Finale in Mexiko. Sie alle wollen es werden. Der Don of Tequila der Schweiz. 12 Minuten haben Sie Zeit, um 3 außergewöhnliche Tequila-Drinks zu kredenzen und die renommierte Fachjury damit nachhaltig zu beeinflussen. Wenn man natürlich von allen Tequilas, also von allen Drinks den gleichen Tequila nimmt, dann ist es natürlich sehr wichtig, dass die Harmonie miteinander stimmt. Tequila ist ein sehr starkes Produkt, dass man auch mit Produkten schafft, die dementsprechend auch ein bisschen, kann nicht nur, dass ein Drink einfach nur noch nach Tequila schmeckt, dass er einfach auch noch ein bisschen Nuancen überkommt. Der persönliche Favorit bisher vom Drink? Der von dem... Was ist sie? Eigentlich der Longdrink von dem Favoriten, der mit Äpfeln zusammen gemischt hat. Sehr, sehr weiche Variante. Sehr angenehm zum Trinken. Oder jetzt eher von vorher, der eben eigentlich völlig neue, für mich neue Sachen kombiniert hat mit Tequila. Geschüttelt und gerührt wird edelster Tequila. Das mexikanische Nationalgetränk, in der Schweiz bekannt vor allem als fester Bestandteil pubertärer Trinkspielchen. A lot of people, yes. This is my surprise. It is. Viele Schweizer kennen sich ganz gut mit Tequila aus. Ich war überrascht. Aber leider trinken es viele nur als Partygesöff. Experience at the first part, but now with all the effort that Jose Cuervo is making. Ich hoffe, sie lernen noch besser, wie man Tequila richtig genießen kann. Tequila, a good tequila. Diese Schweizer Barkeeper bieten solch flüssigen Gaumengenuss. Wer Don auf Tequila werden will, muss kreativ mit dem Agavenschnaps zu hantieren wissen. Wer das kann, der wird als Trendsetter für die gesamte Branche interessant. Also wir haben jetzt seit 2 Jahren ein sogenanntes Barkeeper-Programm, das heisst Campari Circle, wo wir ausgewählte Barkeeper eigentlich in der ganzen Schweiz, 30 sind es an der Stock, auch einladen an Events, aber auch von ihnen sozusagen Inputs bekommen. Sie lernen mehr von über Spiritosen allgemein etc. Es ist so ein bisschen in einem Austausch. Also es ist nicht One-Way, sondern es ist wirklich ein Austausch. Und ich glaube, da haben wir unsere schöne Community auf und es macht Spaß. Der Jury hat es am meisten Spaß gemacht. Und die besten Tequilas kredenzt hat er, Andy Walch. Er wird als Schweizer Don of Tequila in Mexiko um die internationale Krone mitmixen. Ich glaube, er hat einfach über alles ein überzeugendes Paket angebracht. Er hat viel gewusst, er ist sympathisch rübergekommen. Er hat wirklich gute Drinks gemacht. Und er hat vor allem eins gemacht, er hat versucht, die Schweiz mit einzubinden, Produkte der Schweiz mit einzubinden. Und wir sind ja immerhin im Schweizer Finale. Er hat 2 grandiose Drinks kreiert, also da waren wirklich beide astrein und deswegen hat er auch verdient gewonnen. Die Jury mit seinen Made in Switzerland Tequila-Kreationen überzeugt hätte Andy Walch. Er tritt als Don of Switzerland am internationalen Finale in Mexiko an. Der Manu Gama unterhält sich mit ihm. Was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie heute das Rennen um den Don of Tequila gemacht haben? Uff, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das muss man die Jury fragen, nicht mich. Ich habe einfach mein Bestes gegeben und versucht, die Schweiz mit Mexiko zu verbinden. Und vielleicht war das dann ausschlaggebend, weil im Endeffekt muss man die Schweiz vertreten im Finale. Welche Affinität haben Sie persönlich zu Tequila? Also das erste Mal mit 14 auf Mexiko gereist und seitdem bewundert mich das Land Mexiko. Ich mag mexikanisches Essen und natürlich auch Tequila dadurch. Jetzt, inwiefern berücksichtigen Sie Trends in der Gastro-Szene oder jetzt speziell in der Szene, in der Bar-Szene? Berücksichtigung muss immer einen Trend setzen, man darf nicht die Trends folgen, ist meine Meinung. Bei uns in Bern ist immer noch der Aperol Spritz, der Hugo, der Trend. Auf das kann man natürlich schauen, aber wir versuchen die Leute zu dem anbringen, was wir finden, was ist der nächste Trend. Was ist der nächste Trend? Tequila. Wie gemixt? Mit Eis oder pur.
Und das ist eigentlich, wo viele Angst haben, weil viele meinen, zuerst mal der Killer einen negativen Effekt haben. Und das ist gar nicht so. Und der Killer ist ein schönes Getränk, wo man vielleicht den Gästen mal anders entgegenbringen muss. Und jetzt, was ist möglich in Mexiko? Ja, es ist alles möglich. Man muss, ich würde mein Bestes geben, die Schweiz vertreten und schauen, was passiert. Für den Andi geht es im Oktober nach Mexiko, wo er sich am internationalen Showdown mit 16 weiteren Finalisten aus der ganzen Welt messen muss. Wir sind dort leider nicht mit dabei. Für uns geht es jetzt ab der Sommerpause. Wir sind ab dem 10. August wieder für Sie da. Ich habe alles, was ich für die Ferien brauche. Eine gute Flasche Tequila, ein Bier zum Nachspülen und eine Gurke für eine Gesichtsmaske am nächsten Morgen. Ich freue mich wieder auf Sie. Eine gute Sommerzeit wünsche ich Ihnen. Auf Wiedersehen miteinander.